Ja, guten Morgen, liebe Leute. Herzlich willkommen zum 6. Tag der Tour. Ich bin jetzt hier am Salzhaff und fahre gleich los. Ich habe alles abgebaut und zusammengepackt. Ja, mal gucken, ob ich hier noch frühstücke oder unterwegs. Ich glaube, ich fahre erstmal los. Mal gucken. Die Nacht war recht schön, fast warm. Weiß ich, heute Morgen waren es schon fast 19 Grad. Also recht mild für die Jahreszeit, würde ich sagen, 1. Oktober. Und nee, richtig gut geschlafen. Zwischendurch mal wach geworden, aber dann gleich wieder weggepennt. Alles gut soweit. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf der Tour. So, jetzt verlasse ich hier den Campingplatz am Salzhaff. War sehr schön. Also richtig toll. Auch die sanitären Anlagen. Spitzenmäßig, ganz neu, alles ganz frisch. Und ja gut, ich habe jetzt 15 € bezahlt, inklusive Duschen. Geht auch noch, ist okay. Und ja, ne, eine super Fischbude hatten sie da unten. Hätte man auch gut geräucherten kaufen können, aber ich habe leider nicht so die Transportmöglichkeiten. Ja, ne, also rundum zufrieden. Ja, jetzt bin ich erstmal auf der Suche nach einem schönen Bäcker. Lecker Frühstück. Und es ist wirklich nichts los heute Morgen. Ja gut, es ist nicht, wie ich vorhin sagte, der 1., sondern der 2. Oktober. Das heißt Brückentag. Und morgen ist Feiertag. Gut, da haben natürlich viele frei und deswegen dementsprechend wenig los. Ist auch noch früh am Morgen. Gerade mal so 9 Uhr oder sowas. Achso, was ich noch sagen wollte. Mein Zelt ist komplett trocken. Erstaunlicherweise, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Aber dadurch, dass die Nacht so mild war, hat sich auch kein Kondenswasser, nichts gebildet. Es war auch immer so ein leichter Wind da am Wasser oder vom Wasser her. Ne, richtig toll. Finde ich, bin ich schon mal super zufrieden. So, Rerik ist erreicht. Jetzt fehlen noch 2 Sachen zu meinem Glück. Ein Fahrradhändler und ein Café. Ja, jetzt bin ich in Rerik. Ist auch ein schönes Dörfchen oder Städtchen. Gefällt mir richtig gut hier. Ja, mal sehen. Vielleicht für den nächsten Urlaub. Am Salzhaff. Ach ja, so langsam kommt das Urlaubsfeeling auf, wenn man hier so am Strand lang läuft. War es noch mild, 18 Grad das Wasser, 20 Grad die Luft, steht da angeschrieben. Kann man fast noch baden gehen. Muss ich meiner Conny Bescheid sagen, dass sie die Badehosen mitbringt. Das wäre es. Mal gucken, warum nicht. Jo, jetzt geht es für mich erstmal zum Edeka, zum örtlichen. Da ist ein Bäcker drin und dann werde ich erstmal schön frühstücken. Also bis später. Leute, alles wird gut. Ich habe einen Fahrradhändler gefunden, der hat mir einen schönen Fahrradständer verkauft. Da war ich noch frühstücken beim Edeka, alles gut. Ja, beim Edeka gab es so eine schöne so Mini-Baguette mit Frikadellen und Krautsalat drauf. Ein bisschen Remoulade, Pott Kaffee dazu. Oh, lecker, lecker war das, sehr gut. Schön draußen gesessen. Ist auch recht mild jetzt, um die 20 Grad. Wind weht von hinten. Also, perfekte Bedingungen heute. Ja, beim Edeka war noch ganz witzig. Die Leute mussten teilweise draußen Schlange stehen, um reinzukommen. Weil irgend so ein Messgerät regelt das ab, wenn es zu voll ist. Kommt keiner mehr rein. Das sah schon ziemlich komisch aus. Naja, ist auch mächtig viel los hier in Rerik. Das lange Wochenende haben doch viele genutzt, denke ich mir. Aber naja, wie gesagt, ich bin gut versorgt. Alles ist super. Ja Leute, wenn ihr mal schauen wollt, mein neuer Ständer. Passt farblich auch super dazu. Auch höhenverstellbar. 16,95. Kannst auch nicht meckern. Ja, super. Bin ich froh, dass ich den Laden gefunden habe in Rerik. Und dass der auch noch auf hat heute auf dem Montag. Naja. Aber ist natürlich auch viel Publikum, um Fahrräder zu verleihen und zu verkaufen. Und ja, auf jeden Fall, alles wird gut. Ich ziehe jetzt mal meine Weste aus, ist doch muckelig warm heute. Puh. Ja, immer wieder schöne Ausblicke auf die Ostsee. Ja, hier ist schön, hier ist richtig schön. Ja, Kühlungsborn ist auch nicht mehr weit, vielleicht noch 4 Kilometer. Ja, super, läuft ja. Ja, witzige Begegnung, eben kam mir ein Ehepaar entgegen. Ich sagte Moin, er sagte Moin, sie sagte Morgen. Im Hintergrund hörte ich nur, wie er sagte, hier sagt man Moin. Das weißt du doch. Ja, witzige Begegnung. Ja Leute, hier in Kühlungsborn werde ich wohl nicht mehr so viel filmen. Da ist ja der Teufel los. Mordsmäßig. Schön am Strand gesessen, oder besser gesagt auf der Promenade in Kühlungsborn. Nett unterhalten mit einem Busfahrer, der so eine Ladung hier abgeliefert hat. Ja, war auch interessant. fast eine halbe Stunde da gesessen und geredet. Aus Erfurt kommt da. Mann, oh Mann, das nimmt gar kein Ende hier. Wahnsinn, was hier los ist. Richtig schöne Häuschen. Aber ich möchte nicht wissen, was das kostet, die Übernachtung. Ja, jetzt bin ich aus Kühlungsborn raus. Und ist auch gut so, weil hier ist der Teufel los gewesen. Als wenn ganz Deutschland sich hier versammelt hätte. Wahnsinn. Und dann voll die Radautobahn hier. Und da kommt schon wieder welche. Ja, jetzt bin ich in Heiligendamm und das ist die Molli. Der alte Triebwagen hier. Ja, vielleicht fährt er auch gleich los, wäre natürlich traumhaft. Heiligendamm habe ich jetzt auch hinter mir. Jetzt geht es hier schön auf dem breiten Radweg oder Landstraße, Nebenstraße Richtung Bürgerende, wo an sich mein angepeilter Campingplatz war für heute Abend. Aber ich mache hier einen Tag länger und bin quasi morgen erst in Prero, sodass ich noch über die Warnow fahren werde, also quasi Warnemünde vorbei. Und dann dort irgendwo auf den Camper gehen. Aber jetzt schon ein bisschen entspannter hier. Das war ja vorhin. Oh, Kühlungsborn, der Teufel. Wahnsinn. Ja, noch so ein alter Grenzwachturm hier an der Ostsee. Im Bürgerende musste ich jetzt einen kleinen Umweg fahren. Der normale Ostsee-Küstenradweg ist gesperrt wegen der Abbruchkante an der Steilküste. Jetzt geht es hier über Rettwisch und dann nach Nienhagen. Naja gut, kleiner Umweg, vielleicht 6-7 Kilometer, wenn überhaupt. Und dann sind wir schon fast in Warnow oder Warnemünde, besser gesagt. Ja, Rettwisch habe ich jetzt auch hinter mir gelassen und jetzt geht es hier wieder entlang der Landstraße. Ja, Richtung Nienhagen. Ja, ich verlasse jetzt auch schon wieder Nienhagen. Jetzt bin ich wieder auf einem offiziellen Ostseeküstenradweg. Schön durch den Wald durch, auch nicht schlecht. Ist nämlich muckelig warm heute. Oh, das ist schön muckelig. 24 Grad. Anfang Oktober. Ja, da muss ich jetzt noch mit lang am Trikot mit dem kurzen wechseln, also das ging gar nicht mehr. War richtig warm unter dem langen Trikot. Aber jetzt geht's, jetzt ist es angenehm. Ja, schön. Da ist die Ruhe vom Sturm. Morgen soll es mächtig windig werden. Aber das ist mir heute egal. Lass mal gucken, was kommt morgen. Ja, es geht hier immer noch schön durch den Wald, kurz vor Warnemünde. Das sind vielleicht noch mal 2-3 Kilometer und dann geht es über die Warnow mit der Fähre. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Boah Leute, ich hab's geschafft. Warnemünde, was für ein Trubel. Und dann erstmal die Fähre zu finden, da hatte ich mich auch erst noch verhaspelt, war total aus der Richtung raus. Und aber ich habe so ein Pärchen gefragt und die haben mir gesagt, vor der Ida vorbei und dann rechts rum, dann sind sie schon auf dem richtigen Weg. Da wo die ganzen Autos und Fußgänger stehen, da ist die Fähre. Ja, schön, ich bin drüben. Auf der Hohen Düne, die andere Seite der Warnow. Ja, für mich geht es jetzt erstmal grobe Richtung Graal-Müritz und dann mal gucken, wo der Campingplatz ist. Ja Leute, ich glaube, ich muss mir doch mal neue Akkus kaufen für die GoPro. Ah, der Originale ist super, wunderbar, der läuft auch also fast einen halben Tag, wenn ich viel Aufnahmen mache. Aber die dazu gekauften, diese Smart Tree, die erstmal werden die immer dicker und nach ein paar Aufnahmen geht schon nichts mehr. Also die sind voll für den Eimer. Ja, und jetzt radel ich hier durch die Rostocker Heide. Und zwar geht es hier lang Richtung Graal-Müritz. Ja, und da werde ich dann auch auf den Camper gehen. So ist der Plan. Dann habe ich morgen noch knapp 35, 40 Kilometer bis Prero. Da kann ich wieder ganz entspannt loszockeln. Heute war auch wieder relativ ruhig. Konnte viel anhalten, bisschen schnacken. Mir war richtig schön. Und das soll dann morgen auch so sein. Wenn es das Wetter zulässt. Mal gucken, was so wird. Alles klar, Leute. Bis später. Jo, gleich bin ich dort am Ostsee-Camp. Rostocker Heide. In Graal-Müritz. Gott sei Dank. Ja, jetzt bin ich angekommen in Graal-Müritz, Ostsee-Camp. Schöner Zeltplatz direkt in der Nähe des Wassers, unter Bäumen. Perfekt. Ja, so kann man es auch aushalten, ne? Schön. Ich gehe gleich mal zum Strand runter, mal gucken, was da so los ist. Neigt sich dem Ende. Es wird langsam ein bisschen dunkel. Unter den Bäumen hier sowieso. Aber schon eine mystische Stimmung hier. Cool. Ja, ich gehe gleich noch abwaschen. Ich hatte mir eben Spaghetti mit Pesto gemacht. Dazu noch ein schönes Bierchen. Jetzt geht es mir auch schon wieder gut. Ja, das ist meine letzte Nacht im Zelt. Morgen geht's nach Prero, in die Pension oder ins Hotel. Ich freue mich schon auf meine Conny. War ein schöner Tag heute, muss ich sagen. Viel gesehen. Allerdings auch Menschentrubel ohne Ende. Gerade hier Kühlungsborn und Heiligendamm. Gerade Warnemünde war auch extrem viel los. Da war ich immer froh, wie ich da wieder raus war. Aber waren tolle Aussichten, richtig, richtig schön heute, muss ich sagen. War auch ein recht entspannter Tag. Ich habe gerade mal so 70 Kilometer. Das reicht mir heute, passte. Morgen werden es knapp 35. Also Leute, ich werde mich so langsam bettfein machen und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zum 7. und letzten Tag der Tour. Also, macht's gut.